Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr euch meine Messerbau-Playliste durchschaut, dann werdet ihr irgendwann auf das Video stoßen, wo ich diese Messerschleiflehre hier vorstelle. Und seit einiger Zeit ist eine überarbeitete Version erhältlich, wenn man sich die kauft. Also die alte Version gibt es nicht mehr. Und deswegen möchte ich euch heute einfach mal sagen, was wurde denn an der neuen Version verändert. Und ich habe einen kleinen Tipp für euch, wie ihr die Messerschleiflehre modden wollt oder könnt, wenn ihr Messern mit außergewöhnlichen Spitzen, hohen Flachschliffen und so weiter bearbeiten wollt. Und wenn es euch interessiert, dann würde es mich freuen, wenn ihr einfach dran bleibt. Wenn ihr euch meine Messerbau-Playliste durchschaut, dann stoßt ihr irgendwann auf die Vorstellung der Schleiflehre, die ich vor ewiger Zeit mal gemacht habe. Wer das Video noch nicht kennt, ich verlinke es euch auf jeden Fall oben im Eck und unten in der Videobeschreibung. Bevor ich jetzt was zu den Veränderungen sage, wollte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, für wen so eine Messerschleiflehre eigentlich gedacht ist und für was, dass ich sie einsetzen kann. Grundsätzlich bietet die Schleiflehre mir die Möglichkeit, ein Messer zu schleifen, wenn ich es nicht freihand am Schleifband vorbeifahren möchte. Das ist relativ schwierig, dass ich den Winkel, den Schleifwinkel einhalte, dass ich genügend gleichmäßigen Druck und so weiter aufbaue. Und die Schleiflehre ermöglicht mir, den Anschliff ans Messer ranzusetzen. Vom Prinzip her wird hier das Messer ja eingelegt, festgespannt und dann kann ich es immer schön gleichmäßig am Schleifband nachziehen mit einem eingestellten Winkel, auf dem die Schneide geschliffen wird. Und dadurch, dass ich den Einsatz, wo das Messer drauf sitzt, drehen kann, schleife ich auf beiden Seiten immer den gleichen Schleifwinkel und bekomme somit ein gleichmäßiges Schleifbild. Was für Anfänger oder für Leute, die einfach Messer bauen und immer wieder den gleichen Anschliff möchten in der gleichen Höhe. Aus dem Grund habe ich ja nicht nur eine Schleiflehre, sondern ich habe gleich vier von den Dingern. Drei habe ich jetzt in der Hand, da ich einfach für gewisse Messertypen immer eine Schleiflehre habe und die bleibt dauerhaft eingestellt. Ja, was genau wurde jetzt an der neuen Schleiflehre verändert? Im Endeffekt sind es zwei Sachen, Kleinigkeiten, die aber auch so im Handling und im Umgang schon eine relativ große Wirkung haben. Zum einen wurde bei der kompletten Schleiflehre die Materialdicke von 4 auf 5 mm umgeändert und das sorgt schon mal dafür, dass die Wärmeentwicklung, die beim Schleifen entsteht, durch das dickere Material ganz anders wirkt, wie wenn das Material dünner ist. Material, wenn es warm wird, gerade Metall, dehnt sich aus, zieht sich zusammen und da ist eine dickere Materialstärke schon vorteilhaft für die ganze Stabilität und das ganze Handling, was dann die Schleiflehre auch bietet. Des Weiteren wurde noch eine kleine Veränderung gemacht und zwar, ihr seht ja jetzt hier diese Messerauflagen, darauf wird das Messer gesetzt und da sind kleine Schrauben drin, die natürlich dafür sorgen, dass ich die Messerauflage hier feststellen kann und bei dem alten Modell waren das einfach Linsenkopfschrauben, die einige Millimeter über diese Messerauflage rausgestanden sind. Und je nachdem, welchen Anschliffwinkel man gewählt hat, war es einfach so, dass es passieren konnte, dass man dann die Schraubenköpfe einfach abgeschliffen hat, weil das Schleifband über die Schraubenköpfe drüber ist. Und da das kleine Innensechskant-Schrauben sind, war es dann irgendwann schwierig, die Schrauben noch zu lösen und wieder anzuziehen. Und da wurde, wie ich schon gesagt habe, auch nachgeändert. Und zwar wurden jetzt andere Schrauben verwendet, das sind jetzt Senkkopfschrauben und der Innensechskant ist auch eine Nummer größer, das heißt, er reibt auch nicht so schnell aus, wenn man da öfters rein und raus fährt, je feiner, desto anfälliger und das ist nochmal eine ganze Nummer größer, hat mehr Grip und man kann da auch dementsprechend gut nachstellen. Wie ich schon gesagt habe, es ist nichts Gravierendes, was da verändert wurde, aber so im Handling, im Umgang, wenn man damit arbeitet, merkt man das eigentlich schon und es bietet einfach natürlich auch Vorteile und erhöht auch die Lebensdauer, die Gebrauchsdauer von der ganzen Schleiflehre. Und ich finde es eigentlich auch immer gut, wenn Firmen ihre
Produkte, die sie anbieten, ihre Werkzeuge auch mal updaten, sich Gedanken dazu machen und da immer wieder mal kleine Verbesserungen einfließen lassen. Wenn man jetzt natürlich so eine Schleiflehre benutzt, dann muss man wissen, dass man ja in der Funktionalität der Schleiflehre ja auch ein Stück weit limitiert ist. Es gibt für alles irgendwelche Lösungen, man kann für alles irgendwelche Vorrichtungen herstellen, aber es ist natürlich auch eine Sache vom Preis und wenn man die Schleiflehre zum Beispiel so anbieten will, dass er auch erschwinglich ist und dass man damit relativ viel machen kann, dann fallen gewisse Variablen einfach raus. Wenn man sie dann im Einsatz hat und auch mal Sachen ja, anfertigen möchte, die gerade aus dem Bereich der Schleiflehre herausfallen, dann muss man sich ein bisschen was überlegen. Und da kommt jetzt der kleine Tipp, den ich euch am Anfang angekündigt habe, nämlich wie kann ich da ein bisschen was verändern, wenn ich jetzt ein Messer-Rohling schleifen möchte mit einem Flachschliff, der komplett von der Schneide bis hoch zum Klingenrücken geht oder vielleicht noch weiter rein, dass ich den tiefer schleifen möchte für ein Küchenmesser, Kochmesser oder wenn die Materialstärke vom Messer-Rohling ziemlich schwach ist, dann muss ich da natürlich auch ein bisschen variieren. Und das sind alles Variablen, auch die Klingenspitze, die dafür sorgen, dass das Schleifband dann doch irgendwann ziemlich nah wieder an meine Schleifauflage oder an meine Messerauflage rankommt. Und bei meinem letzten Messer, wo ich geschliffen habe, das war so der Fall. Da ist es dann wirklich passiert, dass ich auch die Schraubenköpfe von den Senkkopfschrauben, die eigentlich nur minimal vorstehen, mit angeschliffen habe. Es ist zwar nicht so weit runtergeschliffen, dass ich die Schrauben nicht mehr anziehen konnte, aber ja, es hat mich einfach ein bisschen gestört, weil ich ja so eine Schleife ja nicht einfach zusammenschleifen möchte, sondern sie soll mir ja relativ lang halten und ich habe mir dann ein bisschen was überlegt. So, hier kann man es jetzt gut sehen, dass ich auch hier durch die Art, wie ich dann angeschliffen habe, auch das Schraubenköpfchen etwas erwischt habe. Und für den Fall bin ich einfach hergegangen und habe zum einen die Messerauflage hier ein bisschen verändert, indem ich hier mit einem Senker einfach das Loch, was hier innen war, ein bisschen versenkt habe. Somit wird die Schraube jetzt in der Fläche bündig und ich habe auch das Verbindungsstück, die Verbindungsachse hier drin etwas nachgeändert, damit ich auch wieder auf eine gute Klemmwirkung komme und somit auch wieder einen guten Halt habe, wenn ich mir die Messerschleifauflage praktisch anbringe und einstelle. Kleines Update, kleiner Tipp, wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen nach oben da lassen. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei den beiden Videos hier und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.